Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Blind Gaming Review hier für den Retro Kompott bzw. Retro Spiele Club YouTube Channel. Natürlich wird dieses Video auch in meinem eigenen Kanal erscheinen. Heute möchte ich mit euch über den Game Boy Advance sprechen. Und jetzt werden einige natürlich zu Recht sagen, hey, sonst stellst du doch eigentlich immer neue Retro-Konsolen vor. Der Game Boy Advance ist doch eigentlich schon ein paar Tage älter. Einerseits stimmt es, ja, aber ich halte hier gleich wirklich einen neuen Game Boy Advance in den Händen. Es ist nämlich mehr als nur zu sagen, es ist ein Refurbished-Modell, aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist die Originalverpackung oder die neue Originalverpackung von einem sogenannten Game Boy Advance in der Prestige Edition. Dieser wird vertrieben und produziert von der Firma Retro6. Und Retro6 hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Spielekonsolen einmal komplett zu überarbeiten. Ob es der Game Boy Classic, Game Boy Advanced, der Sega Game Gear oder weitere Konsolen sind. Alle haben gemeint, dass sie vom Technischen her auf den neuesten Stand gebracht werden und dann unter dem Etikett Prestige Edition halt bei Retro6 vertrieben werden. Die haben mir auch freundlicherweise das hier vorliegende Game Boy Advanced Modell zur Verfügung gestellt. Und ich finde, wir schauen einfach mal in die OVP hier rein. Und da ist er ein überarbeiteter Game Boy Advanced mit neuem Display, mit neuen Schaltern und Knöpfen und Steuerkreuz. Verbaut wurde auch ein besserer Soundchip inklusive eines neuen Lautsprechers. Und ganz neu, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, man wird hier keine Batterien mehr reinstecken müssen, sondern verbaut ist auch ein Akku und er wird mittels USB-C-Buchse auf der Unterseite aufgeladen. Ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, das Gerät auszupacken und zu wissen, es ist im Grunde ja ein neuer Game Boy Advanced mit überarbeitetem Chipsatz innen drin. Man hat den Soundchip ein bisschen verbessert, dass, wenn man das Gerät einschaltet und vor allem auch über Kopfhörer spielt, dass es nicht mehr ganz so extrem brummt, wie man es bei den alten Modellen ja kennt und vor allem beim Game Boy Classic und Game Boy Color. Und normalerweise würde man jetzt schon ein sehr starkes Brummen hören beim Original Game Boy Advanced, aber hier gar nichts. Natürlich bringen die Spielemodule immer ein gewisses Brummen und Hintergrundgeräusche mit sich. Das lässt sich wahrscheinlich auch nur schwer unterdrücken und minimieren. Aber sonst, muss ich ganz ehrlich sagen, wurde hier saubere Arbeit geleistet. Und das Einzige, was so ein kleiner Wehmutstropfen ist, sage ich ganz offen, ist der Preis. Die Prestige Editions werden allesamt, egal ob jetzt Game Boy Color, Game Boy Classic oder Sega Game Gear, für umgerechnet 265 Euro verkauft. Das ist schon sehr viel für eine so alte Konsole, wenn man bedenkt, wo der Anführungszeichen normale Gebrauchtwert für ein Game Boy Advanced im Moment liegt. Ist das schon viel, aber man muss natürlich bedenken, da steckt viel Arbeit hinter. Der ganze Kram wird in Handarbeit quasi aufgearbeitet. Es ist keine Massen- und Großproduktion. Und wie es dann nun mal mit so Handarbeitssachen ist, die in kleiner Zahl produziert werden, egal was es ist am Ende ja immer teurer. Von daher kann man sich überlegen, für alle Nerds und Freaks oder diejenigen, die einfach ein überarbeitetes Handheld-Modell in den Händen halten wollen, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So viel erstmal zum Game Boy Advanced in der Prestige Edition von Retro6, die das auch zur Verfügung gestellt haben. Und ich sage einfach erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.